Hallo, aua, und herzlich willkommen au, zum zweiten Kapitel von Aooni, Fearsome, irgendwas, weiß ich gerade nicht mehr. Von Lithmus. Ich habe keinen Lithmus. Wir beginnen mit Chapter 2 und diesmal sollte auch alles wieder High Quality und wunderschön sein. Tja, da will man ein bisschen Ressourcen sparen und versucht ein anderes Profil herzustellen. Was, finde raus, warum du hier gleich nochmal bist? Ja, das frage ich mich auch täglich. Hä, also jetzt nochmal dasselbe oder was? Danke für die Taschenlampe, danke dafür. Ja, und deswegen habe ich ein bisschen die Einstellungen verkackt und dann war es 1080x1920p und das war doof. Ich muss doch jetzt aber nicht nochmal dasselbe machen, oder? Willst du mich verarschen? Das ist ja langweilig. Das ist ja das langweiligste Prinzip der Welt. Wenn das jetzt wirklich nochmal dieselben Rätsel in schwerer sind. Ah, aber der Uni ist zumindest schon aktiv. Sollte das so sein? War das so? War das so? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Kann schon sein. Kann schon sein, dass das so war. Kann er uns jetzt schnappen eigentlich? Das frage ich mich gerade. Achso. Die Taschenlampe kann dir dabei finden, die Hälfte der Antwort zu finden, nach der du suchst. Was? Ich mach mal die Flashlight an und renn einfach rum. Ich renn einfach rum. Das ist gar nicht dumm. Dumm die dumm die dumm. Der Uni hat scheinbar auch aufgegeben. Hallo. 6, 8. Die letzten zwei Ziffern wissen wir nicht. Okay, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8. Ich höre ihn nicht, wo ist er denn? Vielleicht hier! Nö. Ich kann natürlich einfach rumtesten. 6, 8, 1, 2. 6, 8, 7, 5. Schade. Ja, ich glaube, das dauert zu lang. Los geht's! 6, 8, 6, 8, 6, 8, yeah. 6, 8, 6, 8, baby, yeah. Ich muss, glaube ich, gleich nach rechts. Und der Uni hat sich verpisst. Das wird ja immer schlimmer. Also wir haben einen Tresor hier, noch einen Tresor woanders. Aber inwieweit soll mir denn die Taschenlampe helfen? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Es geht ja nirgendwo rein. Ich sehe jetzt gerade auch nichts, was irgendwie angeleuchtet werden müsste. Der Uni, der läuft hier auch rum. Er läuft aber weg. Ich nehme an, in dem einen Tresor wird der Schlüssel sein. Und in dem anderen Tresor dann das Papier, was uns weitergehen lässt. Hä? Also ich möchte jetzt aber auch nicht jede erdenkliche Ziffernkombination durchprobieren. Okay. Wie gesagt, ich renne mal ein Stück rum. Wenn der Uni uns trifft, dann trifft er uns halt. Scheißegal, wir haben es sowieso schon verkackt. Die Sphäre haben wir nicht. Eine Flashlight kann dir helfen. Woher soll ich denn wissen, was ich anleuchten soll, Uni? Woher soll ich das wissen? Ich verstehe das nicht. 6, 8, man weiß es nicht. 6, 8. Moment mal, ich habe doch noch gar keinen Safe gefunden, der... Ach doch, hab ich. Nee, doch nicht, alles gut. Mein Hirn ist kaputt. Oh nee. Ich brauche Hilfe. Stapf, stapf, stapf. Hier ist halt eigentlich nichts so richtig. Vielleicht muss ich auch irgendwo das Licht ausmachen und dann rumleuchten. Okay. Man weiß ja nie. Dip, 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 dip,
Spielt den gleichen Song nochmal. Okay, den gleichen Song nochmal. Sehr komisch. Ich finde nichts. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Sechs, acht, zwei, eins. Sechs, acht, zwei, drei. Sechs, acht, eins, drei. Sechs, acht, eins, vier. Sechs, acht, fünf. Sechs, acht, eins, sechs. Ich habe keine Ahnung, wo ich suchen soll. Scheiße, das war falsch. Entschuldigung. Ja, bitte nochmal. Danke. Sechs, acht, eins, sieben. 6, 8, 1, 8. 6, 8, 1, 9. 6, 8, 1, 0. Schade. Also es ist nicht die Kombination 1 am Anfang. Ich kann ich kann zoomen? Ich wusste das gar nicht. Okay, schön zu wissen. Ich kann also zoomen. Boah, Motion Sickness lässt grüßen. Wow, wow, wie mache ich das bloß? Mit Space geht das scheinbar. Mir dauert das schon wieder zu lang. Hier ist nichts. Ich leuchte alles an. Wahrscheinlich habe ich das schon 10-mal gesehen und sage, Teddy, wie konntest du das nicht sehen? Aber ich krieg schon wieder die Sensation von Angstschiss. Das gefällt mir nicht. Tja, der Uni hat auch noch nicht so richtig Bock, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht steht es auch irgendwo hinten drauf. Aber ich verstehe gerade nicht, was das Problem ist. Also, wir haben ja die Flashlight. Oder ist es hier drin? Nö. Eine Flashlight mag dir helfen. Mag schon sein. Steht der da vorne? Lass uns zoomen. Okay. Also ich denke mal, es wird irgendwo auf der Rückseite von irgendwas stehen, oder? Also auf der Rückseite von einem Tresor oder so. Ach du Scheiße, wartet mal. Rückseite. Ja, verpiss dich von ihm. Pass auf deine Schritte auf. Das hilft mir nicht. Ich dachte schon, aber gut, meine Flashlight hilft da ja auch nicht. Also wird wohl die Rückseite eines Tresors gemeint sein, oder? Auf dem Tisch ist auf jeden Fall nichts. In der Seite auch nicht. Das wäre auch gemein. Warte mal. Nee. Achte auf deine Schritte. Ja, er geht. Ich bin mir nicht sicher. Aber hey, jetzt da ich zoomen kann, wird es leichter, hoffe ich. Ich kack mir gleich ein. Ich kack mir gleich ein. Ich warte mal kurz, weil er jetzt wieder kurz wartet. Danke. Ich hoffe jetzt einfach, dass auf der Rückseite des Tresors was ist, weil dann bin ich sonst nicht in der Lage, dieses Rätsel zu lösen und werde auch direkt nachschauen, weil ich keinen Bock habe, dass es so lange dauert. Ich sag euch, wie es ist. Weil wir sind jetzt fünfmal im Kreis gelaufen. Das reicht dann auch. Ciao. Oder vielleicht drin oder so. Dann muss ja wahrscheinlich bei dem Schlüssel was sein, oder? 6, 8, Stern, Stern. Habe ich jetzt bei dem Schlüssel schon geguckt damals? Ich kann es gerade nicht mehr sagen. Weil da waren ja drei Tresore. Drei Tresore. Zumindest, wenn ich dann dort bin, muss ich direkt hier zurück. Also muss ich dann gleich nach links. Achso, ich bin gerade gar nicht gerannt. Ich Dummi. Bitte, Uni, beeilen Sie sich ein bisschen. Was? Wieso? Die ganze Zeit stand ich hier und niemanden hat's gejuckt. Und jetzt juckt's dich plötzlich, du Hurensohn. ich lese gerade... Ja, Tipps. Du kannst mich hier nicht finden. Okay, es juckt ihn wirklich nicht. Die Hälfte der... Aber warum denn eine Flashlight? Ich habe wirklich überall hingeleuchtet, wo man hinleuchten kann. Ich verstehe es nicht. Er wird es ja nicht als Tattoo irgendwo auf seinem Popo haben oder so. Dip, 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 dip. Wie war das? Ich muss ihm ja folgen, oder? Ich muss ja den Gang hinter. Mhm.
Gut, dann warte ich halt diesmal so. Er wird mich definitiv nicht sehen können. Stapf, 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 stapf. Sind hier irgendwo Zahlen zu sehen? Nein. Nein. Jetzt ist er am Ende angekommen. Ich glaube, er ist weg. Ja. Ich hoffe, es steht auf der Rückseite des Spinns. 6, 8. Gute Nacht. Da, 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 da. Ach, ist das spannend. Aber wie gesagt, ich schau gleich nach. Wenn hier jetzt auf der Rückseite nichts steht, bin ich weg. Ja, wunderschön. Dann schaue ich mal nach. Bis gleich. Ja, okay, Chef, sagt's mir gerade. Also in irgendeinem Flur auf dem Boden. In irgendeinem Flur auf dem verfickten Boden? Aber ich habe doch alles angeguckt. Weißt du was, dann laufe ich jetzt einfach so. Uni, du kannst mich ruhig schnappen. Wenn ich es gefunden habe, wäre super. Hier steht gar nichts. Psst, alles gut. Alles gut. Aha, ja, der Boden ist auf jeden Fall gut gewienert worden. Das Ding ist, er kommt mir jetzt entgegen, aber... Dann drehe ich halt um. Ah, 9-4? Nee, 7-6. 6-8-7-6, 6-8-7-6. Das war ja richtig unauffällig. 6-8-7-6, 6-8-7-6, 6-8-7-6. Muss ich da überhaupt lang? Ich weiß es gerade nicht mehr. 6-8-7-6, 6-8-7-6, 6-8-7-6, 6-8-7-6. Er müsste jetzt ganz vorne sein, also eigentlich dürfte er uns nicht sehen. Yep. So. Ein Scheiß. 6, 8, 7, 6. Ja, bitte noch mehr Lägen, vielen Dank. So. Und dann habe ich gesagt, muss ich ja eigentlich nur den Weg zurück. Aber da wird er gleich auftauchen. Also müssen wir jetzt den ganzen Weg zurücklaufen, um ihn out zu playen. Oh, jetzt habe ich die Einrastfunktion aktiviert, weil ich dumm rumgespielt habe. Nein. Danke. Boah, ich hasse das. Ich darf nicht dumm rumspielen. So, also hier dürfte er nicht sein. Der Tresor. Ja, und er ist auch nicht da. Ach doch, hier ist er doch. Huch. Schön. Wusste ich natürlich. So, sperr auf den Scheiß. Und dann Kamerafahrt des Todes. Okay, Kapitel 0 von Kapitel 2 geschafft. Meine Schwester ist hier. Wir sind immer zusammen. Wir haben immer alles zusammen gemacht. Ich werde dir definitiv helfen. Ja, das werden wir sehen. Wer bist du? Boah, diese Lags sind so ultra nervig manchmal, aber okay. Es ist symmetrisch, aber manche Räume sind versteckt. Du willst dich vielleicht mal ganz besonders gut im Ankleideraum umschauen. Was für ein Ankleideraum? Also in dem einen, weil das scheint jetzt wieder wirklich gleich aufgebaut zu sein. Ja, oh nee. Ist ja doch schlimmer als Backtracking. Och, Leute. Eine nervige Scheiße. Oh, hey. Hä? Oh nein. Ja, Schnauze, Schnauze. Töte mich einfach. Ich lese. Oh ja, der ganze Flur ist symmetrisch. Aber manche Räume, die sind versteckt. Da muss ich mich wohl mal besonders umgucken im Ankleideraum, glaube ich. Lesen hilft, Leute. Lesen hilft. Ich glaube, er hat Angst vor Büchern. Oh Mann, ey. Genau umschauen. Also der rechte Fernseher hat sich... Er war angeschaltet. Und da konnte ich auch nichts machen. Oh, mein Angstschiss. Er meldet sich.
Bip. Noch 10 Minuten, dann kann ich die Folge beenden. Und ich hätte gerne noch ein Kapitel geschafft. Okay, er geht. Ich nehme an, dann wird wahrscheinlich in irgendeinem Schrank ein Geheimraum sein. Und der wird dann genauso aussehen wie dieser Fernsehraum. Und wenn wir das dann geschafft haben, wird wahrscheinlich hier die Uhr sich wieder bewegen. Dann kriegen wir wieder irgendeinen Code für irgendwas. Wartet mal. Moment. Momentos. Elf Uhr 58. Oder was? 10 Uhr 58? 10 Uhr 57. Vielleicht kann man das auch wirklich noch gar nicht lösen. Schade. Ich würde gern durchrushen, weil es nervt mich gerade ein bisschen, dass es so lange dauert. Also, wir suchen einen Raum, der so aussieht. Okay. Ich bin halt leider so langsam. Hier ist jetzt auch diesmal kein Spind, in dem ich mich verstecken kann, leider. Wenn er mich jetzt sieht, verpisse ich mich. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Hä? Wo ist er denn? War er in dem Raum? Ich sehe nichts. Ach, da ist er. Wo geht er jetzt lang? Okay. Soll er doch, ist okay. Ein versteckter Raum, also. Auf dem Boden steht diesmal leider nichts. Das war der Raum. Aber jetzt wird es bestimmt der andere sein, oder? Oh, hat das geleckt gerade. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Es wird der andere sein. Ja, jetzt habe ich keine Ahnung, wo wir hin müssen. Also doch, aber ich meine, wie er seine Runden dreht, ist mir gerade unbekannt. Ach, er ist da vorne. Wenn er jetzt aber dort rumsteht, wird er jetzt bestimmt wieder in den anderen Raum gehen, oder? Nee, jetzt geht er in den Raum, von dem wir gerade kamen. Alles easy. Ich muss mich bloß ein bisschen beeilen, indem ich langsam wie eine Schnecke mich bewege. Kein Problem. Kein Problem. Ich gehe mal hinter das Sofa, vielleicht hilft das. Okay, aber hier... Oh, wieso? Die Kamerafahrt ist doch richtig scheiße. Ach so, ich muss das wieder so machen, oder was? Beide Schubladen auf, Schrank auf, zu. Eine Schranktür ist auf. Alles auf, einer zu, Schranktür auf. Alles auf. Ja, ich hab mich mal kurz hier verstecken. Alles auf, Schranktür auf. Komplett. Ein Schrank ist zu und dann ist eine Seite auf. Das kriege ich doch hin, oder? Wartet mal, der wird ja jetzt eigentlich nicht hier rumchillen. Okay, doch. Wartet. Ah, perfekt. Alles auf. Ein Schrank zu. Und dann die linke Seite oder so auf, weiß ich nicht mehr. Kriegen wir hin. Habe ich schon mal gesagt, oder? Aber ich muss mich selber beruhigen, deswegen muss ich mich wiederholen, mehrmals. Okay, er geht gerade um die Ecke. Dann können wir safely hier rüberlaufen. Okay. Die sind schon alle auf. Ah, ich weiß nicht, ob die untere auch auf sein musste. Oh, da ist was drin. Ein... Was? Warum habe ich jetzt Dynamit bekommen? Aber gut, ich soll mich ja genau umschauen im Dresser Room. Kann ich irgendwas in die Luft sprengen? Das verstehe ich jetzt aber gar nicht. Hä? Was? aber es waren doch alle auf. Es waren alle Türen auf. Dann war auch die Tür auf. Die war zu komplett. Und dann war eine Schranktür auf. Aber das scheint es nicht zu sein. Wo kann ich denn jetzt die Bombe platzieren? Ich finde, die Rätsel werden langsam schwieriger. Vielleicht ist es doch die andere Tür gewesen, die hier. Also ich krieg noch kein Signal, dass das Rätsel geschafft ist. Oh, ich habe schon wieder keinen Bock. Ich verstehe die Rätsel nicht. Auf der anderen Seite kann ich ja aber nichts verändern. Also weiß ich jetzt nicht, wohin mit dem Dynamit. Oder soll ich damit den Schrank sprengen?
Aber das ergibt ja auch keinen Sinn. Das hieß ja, es gibt ein Versteck in dem Dresser Room. Also muss es ja hier irgendwo eine Wand geben, die ich aufsprengen kann, oder? Nee. Nee. Oder gegenüber von dem Fernsehraum, wenn das symmetrisch ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Ach, da. Vielleicht muss ich das diesmal gar nicht machen, sondern ich muss wirklich gegenüber vom Fernsehraum eine Wand zünden. Und ich sollte mich einfach nur umgucken. Mein Magen. Ich kann ja aus Spaß nochmal hier rüberschauen, ob ich alles richtig gemacht habe. Ich glaube, das hatten wir auf jeden Fall so. Ich glaube, ich warte ganz kurz, bis er hier rübergegangen ist, bevor ich hier drüber gehe. Der hört doch aber bestimmt, wenn ich das in die Luft sprenge, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da nicht direkt angepisst kommt. Aber ich gehe dann einfach in den Schrank und lese meine Tipps, würde ich sagen. Bis jetzt hat mich das immer gerettet. Oh, bitte lass es hier einfach einen Geheimraum geben, sonst gucke ich wieder nach, beziehungsweise lass Chefe nachschauen. Weil ich möchte das Spiel auch gerne irgendwie vorantreiben. Du kannst aufstehen. Ah. Vielleicht kann ich das hier ranmachen? Nee. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Es sieht ja aber auch nicht so aus, als könnte ich etwas sprengen. Deswegen bin ich sehr verwirrt. Und ich kann ja auch nichts ändern. Oder soll ich jetzt wirklich den Schrank sprengen? Nee. Es ist alles symmetrisch, aber manche Räume sind versteckt. Vor allem Sam, das heißt ja mehrere. You may want to look carefully for the dresser rooms. Also es gibt noch einen oder was? Also es hieß, ich soll... Aber das klingt so, als sollte ich doch da durchgucken. Also ich glaube, wir sollten wirklich die Bombe finden. Kann ich was zur Bombe lesen? Ich kann die nicht aktivieren. Oh, das ist mir zu schwer. Das ist mir zu schwer. Ich würde hier mal eine Pause machen, weil ich habe so Angst, Bauchschmerzen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich was herausgefunden habe. Bis dann!